Als Letzte kam ich schlussendlich auf das Schiff, vor mir eine ältere Dame aus Deutschland. Auf dem Schiff wurden mir die Kabine zugewiesen. Bei dieser handelte es sich um die Touristenkabine mit dem Luxus einer eigenen Dusche und eines WCs. Allerdings war sie sehr klein und ich musste für 3 Wochen mit 3 Frauen diese Kabine teilen. 2 Uruguayerinnen und eine alte Schweizerin, welche dank einer Erbschaft ihren Traum einer Südamerika-Reise wahrmachen konnte. Dank ihrer Sprachkenntnisse, sie beherrschte 7 Sprachen, wurde ich über alles auf dem Laufenden gehalten. Mein Italienischkenntnis war sehr mager.